Jo Leute, guten Morgen. Es ist soweit, Abfahrtstag nach Bella Italia. Es ist jetzt 2 Uhr, ich bin nur total fertig, ich habe gar nichts geschlafen. Bin total aufgeregt und mein Kumpel, der sitzt schon im Auto draußen. Ja, wir sind abfahrtbereit und dann sehen wir uns auf der Fahrt. Nochmal auf alle Fälle. Also, auf geht's. Fuck was. Jo Leute, ich wollte mal kurz aus unserem Hardcore überladenen Reisemobil melden. Ich glaube nicht, dass wir überhaupt fahren dürfen. Ne? Das ist der Hammer. Aber das zeige ich später noch. Und ja, neben mir sitzt der Dani, dass ihr den auch mal gesehen habt. Hallo. Ja, jedenfalls, wir sind jetzt schon ja, 2,5 Stunden circa unterwegs. Und ja, wir brauchen noch ja, 3 Stunden sowas, sollte mal da sein. Ja, und dann werde ich mich bei euch wieder melden, sobald wir da sind. Also, dann. Leute, war ja klar, kurz vorm Ziel stehen wir nochmal im Stau. Wie kann es anders sein? Naja, bald sind wir da, 34 Kilometer noch. Schauen wir mal, wie lange sich der Stau noch zieht. Jo, bis dann. Alter Leute, endlich am Platz. Es hat sich tatsächlich noch 3 verdammte Stunden hingezogen, Alter. Ich bin total fertig, komplett durchgeschwitzt. Oh, jetzt bin ich, ja, wie gesagt, endlich am Platz angekommen. Und gebt euch dieses Wasser. Absolut heftig, oder? Also schaut so geil aus. Überall da am Rand. Da stehen überall Black Bass rum. Wir haben schon Monsterschleien gesehen. Im Hintergrund springen die Karpfen schon. Es ist so der Hammer. Es ist wie am Meer, Alter. Türkisblaues Wasser. Einfach nur Hammer. Ach, ja, Mann. Aber ich baue jetzt halt auf, dass die Tortur endlich ein Ende nimmt. Und dann hören wir uns wieder. Alles klar, bis dann. Okay Leute, es ist endlich vollbracht. Es ist soweit mal alles aufgebaut. Plätze sind gefunden. Und ich bin fix und fertig. Es ist eine brütende Hitze hier und es hat jetzt echt ewig gedauert. Ich habe immer zwischendrin mal Pausen machen müssen, weil es so runterbrennt. Wahnsinn. Jedenfalls, ja, Plätze sind gefunden. Da werde ich euch morgen noch was dazu erzählen. Heute lasse ich die Plätze nämlich noch in Ruhe. Ich schmeiße jetzt nachher noch ein paar Tigernüsse drauf auf die Plätze. Und dann lasse ich denen mal einfach komplette Nacht Ruhe. Weil ich bin, oder überhaupt die anderen auch, mit dem Boot in einer Tour wird da drüber gegurkt. Und jetzt lasse ich die einfach mal in Ruhe. Jetzt hat dann nämlich jeder seine Plätze gefunden. Genau, und dann geht's ja, Karpfenfischen eigentlich ab morgen erst richtig los.
aber ich habe so viele Schwarzbarsche am Platz und ich hoffe, dass ich jetzt noch einen erwischen kann und das werde ich euch dann natürlich zeigen. Ja, dann schauen wir, dass wir so einen kleinen Bengel da rausknallen. Ja Mann, jetzt habe ich einen. Geil, Leute. Bäm, Leute. Mein erster Schwarzbarsch. Ist jetzt zwar ein bisschen klein, aber Schwarzbarsch. Voll geil, Leute. Na, lass mal wieder schwimmen. Come on. Und noch ein kleiner Barsch. Bäm, Leute, hat doch noch geklappt. Dicker Schwarzbarsch. Mein erster großer Schwarzbarsch. Ja, Mann. Jetzt schauen wir, dass wir noch die Karpfenruten endlich fertig bringen. Und dann kann's Karpfenfischen gehen. So Leute, dann erzähle ich jetzt euch mal kurz was zum Gewässer. Und zwar, ja, also tiefste Stelle von dem See ist 30 Meter, circa 30 Meter, was uns die Dame von der Rezeption erzählt hat. Was aber jetzt halt nicht in der Nähe meines Platzes ist. Deswegen gehe ich jetzt halt nur ja, auf das Umfeld so im Umkreis von 100 Meter von meinem Spot, auf das gehe ich ein und das schaut so aus. Also bei mir am Platz vorne bei die Rutner, da geht es ziemlich, also das so eine Sandzunge ist, das ist die, wo vorne spitz zuläuft und da geht es, das zieht sich auch unter Wasser weiter, das ist wie so, ja, so ein langer Berg, der wo so nach bis, ja, wie weit geht es? Keine Ahnung, so 50, 60 Meter so in die Richtung
Neid zirkt in Richtung Seemitte. Es fällt aber auch nach so unten ab. Sprich, also ganz hier vorne haben wir ja, 50 cm und dann geht es aber massiv steil runter. Sofort danach 4 Meter vom Ufer, also von der Sandzunge, Ende Sandzunge weg, haben wir schon 6 Meter. Und das zieht sich bis, ja, tiefste Stelle bei mir hinten so, sind so 16, 17 Meter. Und jetzt habe ich das so gemacht, ich habe die tiefste Stelle auf der rechten Seite markiert. Da sind wir ja bei 16 Meter, Fisch ungefähr 5 Meter vor der Boje, also vor der Markierung. Da haben wir dann 13,2 Meter hat es mir auf dem Echo gezeigt. Da habe ich die erste Route hingelegt, also die ganz rechte. Da die in der Mitte, die fische ich direkt oben auf dieser ja, Kuppel, die wo sich da reinzieht. Da fische ich auf 8 Meter. Genau. Und die ganz linke Route, da kommt nämlich das ist nämlich eine ganz coole Stelle. Da kommt von der Uferseite her, geht steil runter. Da kommt die Kante und von meinem Bergerl da kommt auch die Kante. Das ist dann praktisch wie so, ja, so ein Dreieck. Und genau da liege ich. Oder was heißt genau da? Da so im Umkreis von 5 Meter von dieser markanten Stelle, von diesem Punkt, da liege ich mit der ganz linken Route. Und genau, da ist es auch ein bisschen, ja, schlammig kann man nicht sagen, es ist ein bisschen weicherer Untergrund. Weil man dachte, es ist hauptsächlich Kies da überall, warum nicht mal in ein bisschen weicherem Untergrund versuchen. Genau, ja, jedenfalls lasse ich jetzt die Routen, so wie sie jetzt sind, auf alle Fälle mal 1,5 Tage liegen. Genau so, kommt kein Futter mehr drüber. Ich habe gegorene Tigernüsse drauf gefüttert. Zum Futter komme ich aber später nochmal. Und ja. So viel zum Thema Gewässer und wo meine Routen da dann liegen. Wie gerade erwähnt, zum Futter kommen wir später nochmal. Und jetzt hoffen wir einfach, dass ich da die Platzwahl ganz gut getroffen habe. Jedenfalls, ja, ich habe jetzt versucht, ein paar verschiedene Tiefen. So, ja, jetzt war Speicherkarte voll. Ja, jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Habe ich da versucht, möglichst viele Tiefen abzugrasen. Verschiedene Tiefen abzugrasen. Weil ganz flach gibt es hier nicht. Zumindest nicht an meinem Platz. Und ich bin ja, ja, auch begrenzt. Also ich soll nicht viel weiter als wie 100 Meter rausfischen. Und auf der rechten Seite wie auf der linken Seite kommt jeweils nach 100 Meter der nächste Platz. Der ist, rechts drüben hockt dann der Dani und links ist auch noch ein Kollege von mir, der wo von Kroatien hierher gekommen, hierher gekommen ist. Und naja, gut, das ist ja egal. Jedenfalls so viel zum Thema Plätze, Gewässer bzw. Daten über meinen Platz. Genau. Und dann hören wir uns später wieder. Bis denn. So, na, zeige ich euch noch schnell mein Futter. Futter. Ganz einfach erklärt, ich zeige es euch dann nur kurz, Tigernüsse, gegorene Tigernüsse, die sind, also wenn da, also wenn man ein paar naschen will, dann ist man sofort dicht, so gegoren sind die inzwischen schon, jedenfalls fütter ich relativ wenig, weil es ist so heiß und die Fische stehen auch nur an der Oberfläche, die sonnen sich die ganze Zeit und deswegen auch nicht zu viel Futter. In das Futter habe ich dann noch so, ja, so ein Extrakt, so ja, mit Blutwürmer, Zuckmückenlarven, bla bla bla, lauter solche Sachen mit Neido.
Das ist aber noch das einzige und auch nur aus dem Grund, dass ich, das ist auf Ölbasis, dass durch die ganze Wassersäule so ein ja, Up-and-Down-Effekt entsteht. Sprich, ich sprich die Fische, die wo egal in welcher Tiefe sie durch die Wassersäule durchziehen, spreche ich sie an bzw. erwische sie, ob sie fressen, dann fressen oder nicht, das ist dann wieder eine andere Frage, aber jedenfalls ist das der Plan oder der Sinn hinter dem Ölzeug. Ja, Hakenköder zeige ich euch dann auch noch, sind Tigernüsse, eingefärbte Tigernüsse. Und Poppies, Fluo-Poppies. Weil die Fische hier, habe ich mir sagen lassen, von der Dame an der Rezeption total auf Farben anspringen. Auffällige Köder wollen sie haben und die am besten aufgepoppt. Ja, da zeige ich schnell meine Zutaten für meine Carpies. So, einmal die gegorenen Tigernüsse. Ja, die sind inzwischen schon richtig schön aufgequollen und aufgegoren. Und die sind, ja, sie stinken. Und sie sind, ja, wenn man sie aufknackt, richtig schön, ja, weich, mehr oder weniger. Also leicht zu knacken. Dann einmal hier diese Tigernüsse, diese eingefärbten. Und die poppe ich dann halt mit Kork auf. Die bohre ich an und poppe die mit Kork auf. Genau. Und ansonsten, ja, Flugpoppies. Wer mein altes Video kennt, der kennt den Pinken schon, den Fisch auf einer Route. Ach so, geh mal. Genau. Und dann hat halt nur so weiße Poppies. Genau. So viel zum Thema Futter und Hakenköder. Nobody can take that away from you. Ja, Leute, so, jetzt sind so gesehen 2 Tage vorbei auf den alten Plätzen und es ist nix gegangen. Die Fische sind zickig, das liegt aber an der Hitze, denke ich zumindest. Sie stehen halt die meiste Zeit, man sieht sie außen auf der Wasserfläche, oben, ja, da springt einmal wieder einer und wenn du langsam im Boot hinfährst, dann siehst du das auch. Rumstehe und es ist schwierig. Der Dani hat heute Nacht einen gehabt. Gestern Nacht einen gehabt, aber bloß einen kleinen. Aber ja, besser ist gar nichts. Und ja, ich habe es jetzt so gemacht. Ich habe mir jetzt einen neuen Platz gesucht. Jetzt hat gerade Rutschspitze gewackelt. Und zwar ist die komplett gegenüberliegende Seite. Die Leute, was gefischt haben, sind alle abgereist. Jetzt habe ich ja, ein bisschen über die Hälfte vom See habe ich jetzt endlich was, ja, relativ Cooles gefunden. Und zwar ist ja ewig lang zieht sich das so mit den 16, 17 Metern von meinem Platz weg. Und dann geht es auf einmal, ja, relativ steil auf von 16,5 auf 13,5 oder 3 ist, glaube ich, das niedrigste, zieht sich hoch. Und da habe ich jetzt schon mal diese Nacht eine Route hintergelegt. Ich habe den Platz habe ich mir schon in der Früh gesucht und
Hab da auch schon in der Früh dann halt nachdem ich da mit der Boje markiert habe, schon 5 Kilo Tigernüsse und ein paar Futterboilies, ein paar Tigernussboilies noch mit dazu draufgeschmissen und habe den ganzen Nachmittag einfach in Ruhe lassen. Ja, jetzt schauen wir mal. Also die Route liegt jetzt schon die Nacht drauf. Einen rechten Platz, den habe ich bloß ein bisschen nach links versetzt, weil ich da dann doch gesehen habe, dass es noch mehr ein bisschen höher geht, auf 12,5 Meter statt auf 4, was waren es davor? Ich glaube 13,5 oder 14, weiß jetzt nicht mehr genau. Und da fische ich jetzt auf die 12,5 hoch. Hab da jetzt auch diesmal ein bisschen mehr Futter drauf. 2,5 Kilo, 3 Kilo rum. Und hab den. Das habe ich aber auch schon am Vormittag gemacht. Und die linke Route liegt weiterhin an dieser Kante, wo ich erklärt habe, wo die eine Uferseite runterkommt und die rechte Zunge, was da so rausgeht, wo sie das so trifft. Ja, jetzt schauen wir mal. Mehr als wir warten und hoffen können wir nicht. Und nachher wir uns hoffentlich bald wieder. Jo Leute, so, wir sind kurz vor der letzten Nacht, jetzt haben wir es ungefähr 5 Uhr und unverändert, nichts gefangen, immer noch ein massiver Blank, aber jetzt ändert sich die Geschichte gerade, ich weiß nicht, ob es hier im Hintergrund hört, es geht seit 20 Minuten ein unheimlicher Wind. Das Wasser wird hoffentlich jetzt komplett umgewälzt. Und vielleicht bringt uns die nächste Nacht, also die letzte Nacht, jetzt hat doch noch den erhofften Fisch. Gestern Abend habe ich noch mein komplettes Futter. Also was das kommt. Ja, 20 Kilo waren so, 20 Kilo Tigernüsse. Auf die Sandbank draußen. Also 15 Kilo auf die Sandbank geschüttet und 5 Kilo auf den Hervordern-Spot. Und ja, jetzt bin ich wirklich gespannt. Ich zeige euch das jetzt dann schnell, was da jetzt für ein Wind gerade geht. Das ist wieder der Abschuss. Ja, auf dem gebe ich jetzt voll. Das ist jetzt vielleicht der entscheidende Faktor, dass sich da doch noch was ändert. Naja, wir hören uns wieder. Wenn nichts mehr geht, dann hören wir uns zur Abreise. Und ansonsten hören wir uns bei Fisch. Alles klar. Bis dann. Ja, meine Freunde, das war's. Es ist schon wieder fast alles gepackt. Kein Fisch mehr. Eine Woche Hardcore Blank, bis auf die Barsche. Ja, was soll man sagen? Erste Mal am Gewässer, schweres Gewässer. Wir kommen auf alle Fälle wieder. Ich habe gestern noch mit einem Tiroler geredet, der wo hier oft runterfährt. Und der hat gesagt, wo sie die ersten Male hier unten waren, die ersten drei Mal auch nur Blank geschoben, weil die Fische halt doch irgendwie ein bisschen anders ticken da. Sie haben so viel natürliche Nahrung da drin, dass sie eigentlich nur auf Fallen reagieren. Und wir haben tatsächlich den Fehler gemacht, dass wir von Anfang an, also ein Kilo Futter ist zu viel. Und draußen brauchst du auch nicht fischen, Sandbank oder sowas. Das bringt anscheinend gar nichts, das ist mal ein Zufallsfisch. Ja, das am letzten Abend, diese Auskünfte zu kriegen, ist natürlich ein bisschen blöd. Aber anscheinend Handvoll Futter
irgendwas Auffälliges, ein kleiner Poppy oder kleine nur so Fake-Maiskörner. Pink muss die Farbe sein, was erinnert, super läuft. Ja, was soll man sagen? Haben wir heute jetzt nicht gewusst. Ja, ist nicht so schlimm, ich bin jetzt nicht arg enttäuscht. Ich hab meinen ersten Black Bass gefangen, das war schon mal ganz geil. Und es war trotzdem ein schöner Urlaub. Und beim nächsten Mal wissen wir es besser. Wir wissen jetzt halt auch, wo die Fische eindeutig besser beißen, weil auf der Seite, wo wir gebucht haben, ist nicht so prickelnd. Also haben wir von Anfang an mit der Platzwahl schon ein bisschen Pech gehabt. Mei, was so ist, ist halt so, das ist Angeln, das gehört dazu, das muss so sein. Und auch solche Sachen lernt man und das ist wichtig. Nächstes Mal, wenn wir kommen, machen wir es besser. Und genau. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Karpfen habt ihr zwar nicht gesehen, dafür Barsche. Aber ich habe heute früher noch was ganz Witziges bei mir am Platz gefunden. Und zwar eine kleine Schildkröte. Sag's euch mal ein bisschen näher. Jetzt. Ja, das ist der kleine Donatello. Der darf jetzt dann gleich wieder schwimmen. Aber finde ich total süß da, den kleinen Kerl. Total winzig. Ist jetzt Filmstar. Naja, so ist es heute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder mit Fisch. Da wieder an den Heimatgewässern. Was soll ich sagen? So ist es heute. Wünsche ich euch trotzdem eine schöne Zeit. Fangt viele dicke Fische und lasst es krachen. Haut's rein. Ciao.